Es war ein wunderschöner Tag. Die Sonne schien und der Himmel war blau. Als der Frieden an diesem Morgen aufstand und das Fenster öffnete, schnupperte er klare Luft. Und er beschloss, auszugehen. Er ging immer der Nase nach. Weiter und weiter, und er kam in eine Stadt. Er sah Kirchtürme und hohe Häuser. Er sah eine alte Stadtmauer und ein Stadttor. Und der Frieden ging in die Stadt und grüßte freundlich mal hier, mal dort all die Menschen, die in der Stadt hin und her gingen. Aber die Menschen blickten nicht auf, sahen den Frieden nicht an, blickten beständig zu Boden und hasteten die Straßen und Gassen entlang. Da ging der Frieden weiter hinein in die Stadt, und oben am Himmel tauchte ein kleines hellgraues Wölklein auf. Als der Frieden achtsam die Straßen entlang ging, sah er dort verdorrte Blumen. Er sah tote Bäume. Er sah Müll, Plastik auf dem Boden. Und als er sich beugte, um den Müll aufzuheben und in einen Mülleimer zu werfen, da bemerkte der Frieden, dass die Menschen achtlos vorübergingen und nicht mittaten. Und oben am Himmel wurde die kleine Wolke grauer. Der Frieden ging weiter. Es wurde ein wenig dämmerig. Die Sonne verschwand hinter Wolkenschleiern. Da sah er, wie Menschen auf der Straße miteinander stritten. Und er sah der Frieden. Er sah einen Mann, der einen anderen schlug. Die Leute aber gingen vorüber und blickten nicht hin. Und die Wolken oben am Himmel wurden dunkler. Der Frieden ging vorüber an großen, grellen Plakaten, auf denen stand zu lesen: Für mehr Gerechtigkeit, gegen Dumpinglöhne, für Deutschland, gegen rechts, mehr Steuern, weniger Geld für alle, mehr Geld und weniger Steuern für alle. Die Plakate waren grell und laut, aber die Leute gingen vorüber, hörten und blickten nicht hin. Und es wurde noch ein bisschen dunkler in dieser Stadt. Da kam der Frieden zu einem großen Platz. Dort stand ein Haus. Es war ein sonderbares Haus. Es hatte kleine Türmchen und vor der Tür viele Figuren und eine schöne Treppe und eine große Holztür. Und darüber hing ein Plakat. Wahlbezirk 101 stand dort zu lesen. Der Frieden schlüpfte in die Tür. Es war nur ein schmaler Spalt. Husch war er hinein. Die Tür schlug hinter ihm zu. Dort drinnen war es fast dunkel. Der Frieden sah nur einen Tisch mit ein paar Stühlen, und daneben
Ein Gefäß aus Plastik. Geschlossen und da oben war nur ein schmaler Spalt, so als könne man eine Karte hineinstecken. Der Frieden blickte durch diesen Spalt hinein in die Wahlurne. In der Dunkelheit sah er, dass sie leer war. Der Frieden schaute noch einmal genauer hin. Nein, nein, sie war nicht leer. In der Wahlurne, ganz in der Ecke, klein, winzig klein, saß die Freiheit. Warum kommt niemand? Warum kommt niemand? Fragte die Freiheit. Ich weiß es nicht, sagte der Frieden. Draußen vor der Tür liefen die Menschen vorüber, blickten nicht hin, hörten nicht hin. Sahen die Aufrufe nicht, geht wählen, geht wählen. In dem Haus aber begann die Freiheit zu weinen. Und der Frieden, er konnte nicht anders. Er weinte mit ihr. Und sie weinten so laut, dass ihre Tränen und ihr Weinen durch die Tür, die Treppe hinunter in die Stadt lief. Aber die Menschen schauten nicht auf und hörten nicht hin. Sie weinten lauter, der Frieden und die Freiheit, so laut wie einst Sirenengeheul von damals. Noch immer sahen die Leute nicht hin. Da, plötzlich kam von irgendwoher eine kleine Flamme. Husch, brannte die Freiheit und der Frieden lichterloh. Zurück blieb Asche. Doch die Menschen sahen nicht hin und liefen weiter. Es war dunkel geworden.